So, willkommen bei You Got Tonight. Servus. So, heute habe ich drei Bestellungen reinbekommen. Einmal eine Sonnenbrille. Zeige ich euch gleich. Dann eine Guy Fawkes Fox Maske von V wie Vendetta. Nur in Schwarz und Gold. Und noch eine Bettwäsche. Gut, schauen wir uns jetzt erst die Sonnenbrille an. Da steht ganz fett Police drauf. Und so schaut das schöne Stück aus. Ziemlich geil, wenn ihr wisst, was ich meine. So. Ja, lachen wir. So, wie heißt es nochmal? Etui, wie heißt das? Etui, genau. Etui ist schwarz, aus Kunstleder. Und da ist noch so ein Putztuch dabei, was sehr praktisch ist, wenn man fettige Finger hat, so wie ich. Dann die Guy Fawkes Maske von V wie Vendetta in Schwarz-Gold. Ich habe sie auch in Schwarz-Weiß gehabt. Also wenn ihr kriminelle Sachen vorhabt, natürlich, dann könnt ihr mit dem viele Sachen anreißen und man ist dann sehr unkenntlich, inkognito. Aber macht nichts Kriminelles, ist nur Blödsinn. So, und dann haben wir noch die Bettwäsche, die ist echt geil und sehr günstig, die meine Frau wollte, also meine Verlobte. Sehr stylisch, mit Skelettschädeln drauf. Da sind Kopfbezüge dabei, die Decke ist dabei, also nicht die Decke an sich, sondern nur der Deckenüberzug. Und das hat insgesamt, wie viel hat sie gekostet? 20 Euro, oder? 20 Euro, ja, genau. Die Guy Fawkes Maske hat 4 Euro gekostet und 6 Euro Versand. Ganz günstig. Die letzte Maske habe ich, glaube ich, um 15 Euro gekauft. Die habe ich bei Cherry Pickers gekauft in der Altstadt. Und die Sonnenbrille hat so um die 15 Euro gekostet. Die Police Sonnenbrille ist echt stylisch, sehr praktisch. Vor allem dann jetzt wieder, wenn der Sommer kommt, braucht man ja was, um seine Augen zu schützen. So, falls euch das Video gefallen hat, liked, abonniert und bestätigt es mit der Glocke. Wenn ihr die Glocke eingeschaltet habt, dann kommen immer wieder neue Videos von mir. Also ihr kriegt eine Nachricht, wenn das neue Video da ist. Und liked. Ja, danke, das war's. Danke.